Puh, ist es heute kalt hier in Pokémon Schild. Doch leider müssen wir da fürs Erste durch. So, und was haben wir hier in dieser neuen Route? Ein Snomnom. Es ist ein neues Pokémon und kein altes, auch wenn ich erstmal dachte, es wäre ein Gala-Käfer-Pokémon aus irgendeiner anderen Gen. Aber nein, es ist ein neues Pokémon tatsächlich. Da wollen wir mal versuchen, dies zu fangen. Habe ich recht, Leute? Aber ich bin zu stark. Gut, dann machen wir halt den Talion weg vom Fenster. Aber erstmal das Item nehmen. Zwei Sternstücke, cool, cool. So, ein Talion, du bist nämlich zu stark. Geh mal weg. Ja, Primano würde auch gerne wieder kämpfen. Oder Cremi? Houtini? Ja, ich weiß nicht, sind alle noch ein wenig stark hier im Willen, deshalb. Oh, dann halt nicht, keine Ahnung. Hi, ihr wollt beide kämpfen? Wollt alle kämpfen? Jeder Einzelne will kämpfen! Traut euch, kommt zu mir! Ei, ei! Drachenlord. Sehr effektiv sogar. Kack. Ich muss hoffen, dass er nicht stirbt, dass er irgendwie Robustheit hat oder dass es einfach nicht so viel Schaden macht. Okay. Krass, hat geklappt. Und da kratzt er mich für als Dankeschön. Mensch, was soll denn das? Ich hab noch einen Pokéball, dann lass ich lieber. Superball! Du bist so super, bleibst jetzt da drin. Hab ich recht? Ja, oder? Seht ihr? Der mag das da drin so sehr. Aber trotzdem ist ihm das nicht gut genug. Ist mir egal, du bleibst jetzt im Superball. Haben wir uns da verstanden, Sneebel? Aua. Ich schätze mal. Die Pokémon von der Arenaleiterin sind höchstens Level 45 oder so. Wieso geht's jetzt instant raus? Hallo? Was bist du denn für ein Sneebel, ey? Geh mir mal weg, du. Aua. Superball, nochmal versuchen. Bleib drin. Digga. Der will aber auch echt aufs Maul, habe ich recht? Also, das geht ein wenig zu weit hier. Das finde ich jetzt überhaupt nicht okay. So. Bam, 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 badadam, badadam. Was können wir denn nehmen? Ich habe Hyperbälle. Komm, hier. Du bist mir so wichtig. Geh mal in den Hyperball rein. Er sagte so, nö. Nee, das sagt er nicht. Das will er nicht machen. Seht ihr? Hyperball ist einfach der beste Ball, finde ich. So, Primano Level Up. Es entwickelt sich am Zucker Level 45, von daher passt mir das. Und ich habe nachgeguckt. Oh. Okay. Corsola wird sich erst um. Corazon wird sich erst zu Gorgason. Corsola auf Englisch auf Level 38, wie gerade sehen, entwickeln. Okay. Habe ich auf jeden Fall Fehler gemacht. Ja, lassen wir's. Und Schnäppke! Ein Schnäppke, das ist so süß. Das kann sich zu zwei richtig starken Pokémon entwickeln. Kommt drauf an, ob es männlich oder weiblich ist. Es ist männlich, also wird es zu. Für Nontor, glaube ich. Das weibliche ist zwar stärker. Allgemein besser, aber das männliche, das hat immer bisher eine Mega-Entwicklung, also hat eine Mega-Entwicklung gehabt und hier hat sogar eine Dynamax-Form. Von daher kann man sehen, wie man will. Und Aquawelle kann ich nicht mal einsetzen. Deshalb muss ich eigentlich, ja, versuchen wir mal Kehrtwende. Und das passt. Wen setze ich ein? Ah, ich darf entscheiden sogar. Ja, tun wir doch Cremi mal rein. Nee, ist das ganz gut. Denn Cremi ist ganz süß. Aua. Mir tut Schnäppke immer so leid, dass es dass ihm immer so kalt ist. Da muss ich ja schon fast weinen. Lol. Oh, ich habe ja noch mein Item, dass ich verstärkt bin. Okay, wisst ihr was? Wir werden Cremi ganz vorne rein tun.
werde ich alle irgendwann offscreen fangen. Irgendwann, wenn ich unbedingt Pokémon spielen will. Oder was weiß ich. Vielleicht auch nach der Hauptstory. Ich denke, nach der Hauptstory will ich alle fangen. Sneeble, ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ging das? Wäre das okay für dich? Digga, ich habe gesagt nein. Ich will nicht kämpfen, verstehst du? Nein. N-E-I-N. Willst du jetzt hier aufschreiben? Mir reicht. Ich setze eine Pokepuppe ein, ey. Ich setze jetzt ganz ehrlich eine Pokepuppe ein. Ich habe keinen Bock. Lass mich in Ruhe, Junge. Ich habe keinen Bock. Verstehst du das nicht? Weißt du nicht, was das heißt, oder was? Tschüss. Hier. Spiel damit. Schade, ich dachte, du schmeißt irgendwie so eine Puppe. Ah. So cool ist das Spiel wohl nicht. Hey! Hallo Arena Challenger, wenn du willst, stelle ich mich dir als Trainingspartner zur Vergnügung. Dankeschön. Sehr lieb von Ihnen. Herr Polizist Matthias. Mit einem Arcani. Oh. Ach, gegen Arcani wissen wir alle, welches Pokémon da am besten ist. Habe ich recht, Leute? Gegen Feuer ist Wasser ganz gut. Deshalb wird es jetzt abgeschossen. Wie viele Pokémon hat er? Ich glaube 3, oder? Ich habe irgendwie 3 gesehen. Ich glaube, der hat 3. Am Ende hat er irgendwie nur das Arcani. Nee, der hat nur 2. Okay, ich habe irgendwie 3 gesehen. Na egal. Aber wir müssen dringend ins Pokémon Center. Wir müssen die Shell jetzt mal erreichen. Ich habe keine High-Items mehr. Ich habe keine AP mehr. Wir müssen mal die Stadt erreichen hier. Arcani ist down. Im schlimmsten Fall können wir einfach wegfliegen. Routine Level ab 42. Nice. Aua. Belektro. Ja, das haben wir auch noch mit unserem Präzisionsschuss, glaube ich. Oder wir sterben jetzt einfach. Das kann auch gut sein. Dann werden wir sehen, ob es ausreicht oder nicht. Yes. So, eine bisschen wir aushalten, weil ich schon den ganzen Tag lang Pokémon spiele. Ah, nein. Brauchen wir nicht. Kurs Level 37, noch ein Level up. Meine Pokémon haben sich so angestrengt, aber bei dir hatten sie keine Chance. Viel Erfolg noch. Dankeschön, sehr lieb von dir. Polizisten sollen früher auf Pferde-Pokémon geritten sein. Echt? Und ist die Stadt, Leute, ist die Stadt! Sir Chester! Oh mein Gott, das ist cool. Verstehe wegen Geld. Ja, aber ist echt nice. Habe ich mir nicht ganz anders vorgestellt eigentlich, aber ist keine schlecht aussehende Stadt, muss man sagen. Was? Pion? Pion? Oh lol! Das ist aus schwarz und weiß! Eine Galaform, schön Eis, weil es ja Feuer hat. Oh, cool. Willkommen in der Stadt des Schnees. Wie dieser Ort heißt, muss ich dir sicher nicht mehr sagen. Ja, ist ein sehr seltener Name. Oh, Schneemänner. Gang. Ich habe mir sagen lassen, Pokémon fühlen sich in ihren Pellen, Pokebällen und ihren Boxen pudelwohl. Was? Was? Wer hat dir so einen Blödsinn erzählt? Die Frau am Empfang heilt sogar alle Pokémon in den Boxen. Ich hoffe, sie übernimmt sich nicht. Ja, ja, das stimmt sogar. Als Taxi fliegen wir immer durch die Gegend. Da hat sich mein Kram eine Pause redlich verdient. Ich habe so viele Kämpfe gesehen, ich kenne starke Trainer und Pokémon auf einen Blick. Du und deine Pokémon kommt mal richtig groß raus. Woher weiß er das nur? Zack. Boing, 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 bang, 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 bang. Vielen Dank für die Heilung. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So, wie lange haben wir die Folge noch? Ja, 20 Minuten sogar. Sir Chester, eine Thermenstadt, die in der sich ein historisches Gebäude an das nächste reiht. Cool, cool. Ich patrouilliere in der Stadt. Warum? Warum machen die das? Hallo. Ohne mein flauschiges Elfhund kann ich nicht schlafen. Oh. Willkommen im Hotel Ionia. Oder Lunia. Ne, Ionia wahrscheinlich.
Sollen wir bald nach Score City gehen? Ich will mir den Champ Cup ansehen und nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Score City ist das Ende? Ich dachte, klar. Ich möchte irgendwo hin, wo es niedliche Eisbomben gibt. Sind wir da hier nicht richtig? Die Gebäude in Chester werden seit Urzeiten in demselben Baustil errichtet. Diese Stadt atmet förmlich Geschichte. Krass. Die Musik ist echt nice. Können wir mit dem Fahrstuhl fahren? Ja, geil. Cool. Was gibt's denn hier alles? Okay, hier ist ein Raum. Mein Panda-Pokémon ist sehr reinlich. Es kommt gar nicht mehr aus der Dusche. Dabei gehört es doch dem Typ Boden an. Roter Move. Cool. Früher konnte man wirklich mit allem reden, auch wenn es die gleichen Texte waren. Und das vermisse ich irgendwie. Es soll wilde Pokémon geben, die in heiße Quellen tauchen, um ihre Wunden zu heilen. Erst wenn man die grundlegenden Techniken gemeistert hat, kann man sich kämpfen in der Praxis stellen. Diese Lektion habe ich durch Karate gelernt. Ist das so, mein Freund? Okay. Interessant. Hi. Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich in den Gängen von Hotels immer, als hätte ich mich verlaufen. Uff. Uff, uff. Hep und Hep. Das kann doch nicht so schwer sein. Du siehst aus, als könntest du gut Pokéwelle werfen. Danke. Hörst du die Musik im Hintergrund? Die stammt von mir. Was? Ich bin für die Projektplanung zuständig. Meine Arbeit besteht darin, neue Spielideen zu entwickeln. Da ist Spielen ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Sollen das die Spielentwickler darstellen? Das gibt es ja in jedem Pokémon-Teil. Cool. Ich bin der Projektleiter. Donnerwetter, du versuchst also den Pokédex zu verschleifen. Aber den kriegt man anscheinend das Zertifikat für den Pokémon-Teil. Gibt es nämlich so einen Typen. Meistens bei den Leuten, wo die Spielentwickler gezeigt werden. Und was bekommt man, wenn der Pokédex voll hat? Das werde ich euch auch nochmal zeigen. Das hört man gern. Gib nicht auf und schnappt dir sie alle. Ach, da fällt mir ein. Ich habe hier etwas, was dir helfen könnte. Ein Superfang-Pin. Was ist das denn? Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Geil. Ich glaube, wenn man alle hat, dann kriegt man, so wie in den meisten Spielen, eine Shiny-Erhöhung. Was dann geil wäre für Shiny-Hunting nach dem Let's Play. Wir sind zu Recherchezwecken hingekommen. Gala ist wirklich wunderschön. Und erst die vielen Curry-Sorten, sehr lecker. Curry ist auch in Kanto sehr beliebt. Aber hier gibt es einfach eine größere Auswahl. Ich stehe im Moment total auf die Rotom Rally. Okay. Huch, hallo, kann ich irgendwie helfen? Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist, okay? Der zweite Postgame-Trainer. Magst du Pokémon? Ja. Freut mich, ich hoffe, das bleibt auch so. Nö. Ah, oh, verstehe. Du magst sie nicht nur, so liebst sie. Stimmt. I love Pokémon, because Pokémon is the best game ever. Ja, ja. Deshalb ist ja auch Soul Silver mein Lieblingsspiel. Hi. Wenn es geschneit hat, kann man Eis-Pokémon gar nicht mehr richtig sehen. Die Wassertemperatur ist auch heute wieder ideal. Kein Wunder, dass Pokémon gerne in dieser Therme baden. Kann ich glauben, aber schade, dass man hier irgendwie nicht baden kann mit dem Pokémon. Scurry im Steakhouse, Lecker Paul ist das Beste. Lecker Paul, lol. Ich würde gerne ein Galatropo fangen, aber ich bin dann etwas zu alt, im hohen Gras herumzuschleichen und Pokéball zu werfen. Kannst du vielleicht eins holen und dann gebe ich dir dafür einen Karadonis? Jetzt nicht. So, niemand hier? Und leider gibt es auch kein Fahrradvieh, das vermisse ich mal irgendwie wenig. Aber naja, ist halt so. In der nächsten Folge machen wir dann die Arena, Leute. Ein FF, okay. Ich warte hier auf jemanden. Mein FM hält mit seinem Ultraschallwellen auch Ausschau. Du kannst ja aussuchen, welchen der beiden Häuser von Hotel Ionia du nächtigen möchtest. Okay, wo ist der Unterschied? Man weiß es nicht.
Hotels sind toll. Man muss sich weder ums Saubermachen noch um die Wäsche kümmern. Wir haben es geschafft, Tickets für die erste Reihe im Stadion zu bekommen. Manchmal kriegt man da zwar eine Attacke ab, aber das macht es ja gerade so spannend. Uff! Stellt euch vor, ihr seid zur ersten Reihe und dann kriegt ihr einfach so eine Tornado oder wie so eine OP-Attacke ins Gesicht. Autsch! Das wäre nicht so geil, oder? Aber es gibt ja auch Leute, die setzen sich extra bei Sachen vorne hin, damit die zum Beispiel Wasser abbekommen oder irgendwie sowas. Unratütox, geil. Hey, bist du das, Max? Diese Unratütox helfen wir beim Reinemachen aus, aber anstelle von Trinkgeld freuen sie sich viel mehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Ja, ist ja auch eine Mülltüte. Lol. Für die es nicht wussten, es ist eine Mülltüte. Das bedeutet, dass sich der Schuldige unter uns befindet. Nanu, wer bist du denn? Ich befinde mich gerade mitten in meinen Schlussfolgerungen, also störe mich nicht. Doch, doch. Dun, 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 dun. Bada, bada, bam. Ich hab die Musik vermisst. Das ist die Tutorial-Musik, wie irgendwie bisher noch nicht dran kam. Ich sollte mich wohl zuerst einmal vorstellen. Geschaffen, der Name ist Heims, Meisterdetektiv. Ich wurde vom Hotel angeheuert. Momentan bin ich dem Täter eines abscheulichen Verbrechens auf der Spur. Die Einschätzungen sind ernst. Jemand hat sämtliche Bären gegessen, die in der Lobby auslagen. Ich habe die drei Personen, die sich zum Tatzeitpunkt in der Lobby aufgehalten haben, hier zusammengerufen. Aber meine Kombinationsgabe leidet darunter, dass mich ständig jemand stört. Ich hab's, du da, Störenfried. Ich ernenne dich hiermit zu meiner Assistentin. Nimm die Aussagen der drei Verdächtigen auf. Okay. Ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Was, die Bären? Ich habe sie nicht gegessen. Aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Also dieser Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg an Bären gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich mit den Bären zurückhalten. Du hattest auch das Pech, in diese absurde Geschichte mit hineingezogen zu werden, was? In der Lobby gab es eine riesige Menge Bären. Die hätte ich nie im Leben alle essen können. Ja, wo warst du denn? Ich glaube, wir wissen alle, wer es war. Raff, raff! Um seinen Mund herum klebt eine große Menge Bärensaft. Nachdem ich alle Aussagen gehört habe, kenne ich nur den Schuldigen. Der Täter sind Sie, Frau Tänzerin! Was? Wieso denn ich? Hä? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Ein klarer Beweis als aller Irrtum ist ausgeschlossen, denn mein Verstand ist so scharf wie die Lauchstange eines Purentos. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sie sind doch ein Hochstapler. Wie bitte? Ich bin kein Hochstapler, ich bin Meisterdetektiv. Der ist doch so total inkompetent. Klär du die Sache auf. Ich bin schockiert. Es ist wahr, Raffel. Raffel? Ist das Pokémon der Täter? Ja. Was? Raffel ist der Täter? Raffel? Oh, sie hat recht. Sein Mund ist ganz vollgeschmiert. Ja, es hat ganz klar Bären gefressen. Tatsächlich, es ist voll verklebt von Bärensaft. Raff, raff! Was anderes habe ich von meiner Assistentin auch nicht erwartet. Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du den Fall gelöst hast. Eine Großlinse. Coole Zwischensequenz hier. Ach, ausgezeichnet, ich bin überglücklich. Nun denn, alle miteinander, leben Sie wohl. Hey, ich stehen geblieben, Sie Hochstapler. Oh, ich weiß nicht warum, aber ich laufe ihn einfach mal hinterher. Raffi. Cool. Was sagst du dazu, Kind? Danke, dass du den Fall mit den Bären gelöst hast. Ich habe Raffel ordentlich ausgeschimpft. Ja. Was heißt ordentlich ausgeschimpft? So schlimm war es auch wieder nicht, finde ich. Hey Ben, was geht? Ich warte auf meine Frau. Eigentlich müsste man sagen, meine Frau lässt mich warten. Es ist allerdings nicht immer ratsam, alles bei Namen zu nennen.
Ja, schon wahr, schon wahr. Tränen sind eine starke Waffe. Wenn ich jemanden weinen sehe, werde ich sofort schwach und gebe nach. Wärst du gerne in der Lage, eine solche Attacke einzusetzen? Tuchtrainer, lol. Danke. Ich bin Rocker und meine Mucke, tja, sie entflammt die Herzen taffer Kerle. Und zu Tränen rührt sie meine Perle. Doch eines ist mir echt zuwider, und zwar Trugtränen auf meine Lieder. Pika, 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 Pika. In meinem Team sind nur Pikachus, mit ihnen hole ich mir den Titel des Champs. Nein. Ich glaube nicht. Hallo. Na, wie geht's Ihnen so? Bei einem Geräusch, wenn jemand mit einem Stück Kreide über eine Tafel kratzt, dreht sich mir der Magen um. Das klingt fast so, als würde die Kreide schreien. Genauso wie diese TM. Kreideschrei. Ja, dachte ich mir schon. Was soll es denn sonst sein? Ja, ein Kreideschrei. Wenn einen sowas mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißt, stößt man bestimmt kreidebleich einen Angstschrei aus. Vielleicht kommt ja daher auch der Name. Tja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer es weiß, ich weiß es nicht. So, erkunden wir noch hoffentlich in dieser Stadt. Was? Ich hoffe, wir erkunden diese Stadt in dieser Folge noch zu Ende. Damit wir in der nächsten Folge komplett die Arena schaffen können. So, ich gehe nochmal zurück. Weil da sind wir schon im rechten Abteil. Und da bin ich irgendwie kurz stuck geblieben. Aber warte, mit dem können wir schon mal reden. Eiscreme ist besonders lecker, wenn man sie bei kaltem Wetter isst. Wie mag's sein? Doch, eigentlich hat er recht. Ich esse Eis auch immer. Kalt. Also bei kaltem Wetter meine ich. Die meisten tun es ja im Sommer, aber warum im Sommer? Da schmilzt es doch nur. Im Winter macht es viel mehr Sinn. Schön kalt. Ich mag's schön kalt. Winter ist so meine Lieblingsjahreszeit. Keine Ahnung, ich mag das einfach. Ich esse gerne Eis im Winter. Das ist meine Lieblingsterm. Willst du sie auch mal deine Pokémon anwenden? Felsgraf. Okay. Weiß ich nicht. Wenn du eher technische Platten sammelst, dann untersuche am besten Pokémon-Nester in der Naturzone. Mach bei deiner Raids mit. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe früher mal die Arena-Challenge abgeschlossen. Echt? Krass. Gegen die würde ich mal kämpfen wollen. Lichtel, die schweben sogar. Es ist schon seltsam, wie sehr einen das Flackern einer Flamme beruhigen kann. Ja, bei manchen Leuten hilft das. Mein Kloptopus war gerade im Thermalbad. Sein Körper ist jetzt mollig warm. Kloptopus ist ein neues Pokémon, sehr, sehr cool ist das. Ich hoffe, gibt es überhaupt einen Kosmetikladen. Ich wollte mir die Haare eigentlich nur ein kleines bisschen kürzer schneiden lassen. Oh. Komm vom Alter, mein Freund. Komm vom Alter. Das Bild da oben ist cool gezeichnet. Entferne! Das Essen hier ist so lecker, dass es sich lohnt, einen Umweg zu machen. Einfach nur, um hierher zu kommen. Wer richtige Kämpfe austragen will, muss reichlich essen. Das ist perfekt gebraten. Es ist saftig und hat Biss. Der Koch verdient einen großen Lob. Ich sehe es gern, wenn meinem Jungen das Essen richtig schmeckt. Er sieht so glücklich aus. Kann mit dem Typen nicht erst reden? Okay, nicht. Das ist ein toller Wandel. Bestimmt, ich habe ihn auf einem Antiquitätenmarkt ergattert. Dort hängt ein Warteteppich. Kann es sein, dass du ihn irgendwo schon mal gesehen hast? Nee, schon nicht. Du redest beim Essen über die Arbeit. Würdest du dir deine Masse verderben? Hallo, schön willkommen bei Leckerball. Unser Steakhouse verlässt keinen Gast hungrig. Ja, ich darf nicht. Oh, jetzt habe ich aber Hunger. Wegen dir. Kein hungrig. Das Curry im Steakhouse Leckerball ist das Beste. Haben wir mit denen schon geredet? Ja. Es gibt zwar Eis-Pokémon, aber ich habe noch nie von Schneemann-Pokémon gehört. Sind Schneemänner Pokémon? Vielleicht bald. Wir wissen es nicht. Hier gibt es einen Friseur, aber keinen. Doch, da oben. Oh mein Gott.
Zu kalten Städten passen Eis-Pokémon einfach am besten, oder? So wie Snomnom zum Beispiel. In kalten Städten braucht man einfach Feuer-Pokémon, findest du nicht auch? Dank Thermopod ist mir immer schön warm. Ich habe auch schon überlegt, Thermopod ins Team zu nehmen, aber momentan habe ich echt nichts mehr. Der gleiche Friseur kann je nach Person einen völlig unterschiedlichen Eindruck machen. Wenn ich meine neue Frisur an dich so lege, dann aktualisiere ich auch meine Liga-Karte. Aber ich kann mich einfach nicht für eine Frisur entscheiden, deshalb ändere ich die ganze Zeit alles hin und her. Ja, Geldverschwendung. Außer man speichert vorher ab. Lull. Muskeln sind der Schlüssel. Wenn die Muskeln ordentlich Wärme produzieren, lässt einen Kälte kalt. Wenn dein Pokémon im Kampf eingefroren wird, sieht schlecht für dich aus. Dann kann es sich nämlich nicht mehr bewegen. Mag sein. Okay, hier müssen wir dann später lang, um wieder zurückzukommen. Weil dann irgendwas in der Story passiert ist wahrscheinlich. Hi. Hier sind überall Häuser, wie ich sehe. Das habe ich nicht bemerkt. Upsi. Deshalb kundigen wir noch. Was? Ich glaube, Mist. Schnäppke! Hier gibt es genug Schnee und Eis für Schnäppke zu essen. Jetzt bleibt es uns nur noch abzuwarten, ob es sich zu Fenonta oder Frostetti entwickeln wird. Weil wir können ja nicht einfach unten nachgucken. Okay. Man gibt da einen den Tipp. Finde ich cool. Da muss ja ein so richtig krasses Erfolgserlebnis sein, wenn man einen Pokédex vervollständigt. Yep. Das ist sehr, sehr cool. Hier gibt es aber mehr als zweifach so viel wie in Gen 1. Wenn es warmen Schnee gäbe, könnte man noch viel mehr draußen spielen. Hm. Ich liebe es, mit meinem Pokémon eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Das sagt eine Mutter? Oder das ist die große Tochter? Drachen-Pokémon sind schwach gegenüber dem Typ Eis. Sind sie wohl sehr kälteempfindlich, was? Hm. Aha. Hier gibt's noch viele. Das ist das reinste Paradies. Wir haben es zwei Challenger angetan, Hop und Mary. Uff. Maike sollte mal als Challenger aber auch nicht unterschätzen. Oh, die reden über mich. Draco-Meteor ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Da kann sie ja lernen. Cool. Draco-Meteor ist ohne Zweifel die stärkste Attacke. Weit und breit. Wird sie von einem Pokémon eingesetzt, sinkt im Gegenzug jedoch sein Spitzangriff stark. Ist das ein Snobelikalor, das auf dem Relief abgebildet ist? Ich glaube nicht. Dies ist die historische Heruentherme. Der Held soll einst in ihr gebadet haben, um seine Wunden zu heilen. In dieser Therme soll der Held seine Wunden geheilt haben. Es gibt viele, die sich an Pokémon-Kämpfen erfreuen, ohne an der Arena-Challenge teilzunehmen. Es gibt auch Leute, die überhaupt keine Kämpfe austragen. Stimmt. Ich war mir sicher, dass ich den Kampf verlieren würde, doch dann hat mein Pokémon plötzlich einen Volltreffer gelandet. Uff. Random Crits, geil. Man kann auf Kämpfe noch so gut vorbereitet sein, am Ende entscheidet doch auf das Glück. Ja. Eisspeer ist eine coole Attacke, du. Mhm. Sehr, sehr cool. So, wir haben sogar noch Zeit. Nächste Folge geht dann in die Arena los. Und hier wird anscheinend noch ein wenig umgeguckt. Wird die Folge ein wenig länger. Ich will unbedingt Kleidungsstücke finden, die unterstreichen, wie niedlich meine Pokémon sind. Ich habe eine hohe Körpertemperatur, deswegen reichen mir leichte Klamotten. Ein Jackett würde diese breiten Schultern gut zur Geltung bringen, oder? So, was gibt's denn hier? Ui! Naja, obwohl die sind so wenig zerkratzt. Ich weiß, es ist so ein Style, aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh Gott, nee. Das gefällt mir nicht so. Hm. Da bleib ich lieber dabei. Okay, was gibt's denn? Oh mein Gott! Das ist rot? Was ist denn dann pink? Das würde ich kaufen. Das kaufen wir. Und ziehen wir sofort an, damit uns nicht mehr kalt ist. Geil. Es gibt Kleider. Oh,
geil. Cute, cute, cute. Was für ein Kleid wollen wir denn nehmen? Pink ist langweilig, oder? Ich weiß nicht. Wollen wir überhaupt ein Kleid nehmen? Müssen wir nicht, aber ich würde sagen, wir nehmen eins. Wir nehmen... grün, blau... Ich will nicht pink nehmen. Auch wenn pink nicht schlecht ist, aber... Ich nehme grün. Weil grün ist meine Lieblingsfarbe. Wee, Sneaker. Oh, die will ich haben. Digga. Die sind ja geil. In der Farbe nehmen wir die mal. Rucksack. Wir können endlich den Rucksack ändern. Oh, das sieht cute aus, Digga. Ja, Mann. Sandfarben nehmen wir mal. Nice. Oh mein Gott, sieht das lustig aus. Ja, Mann, gib her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben ein neues Outfit. Geil. So, und dann schnell die Liga-Karte aktualisieren hier. Ah, machen wir ein Pokémon-Center. Okay, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, mir hat sie auf jeden Fall gefallen, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Schild wieder. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen. Und haut rein, Leute. Ich werde nur kurz meine Liga-Karte speichern gehen und so.